So, hi, das ist mein Tipp heute für euch, wenn ihr einfach nicht das bekommt, was ihr wollt. Und ihr macht alles richtig, ja, ihr wisst so viel. Ihr sendet die richtige Energie aus und erwartet, dass das dann zurückkommt, was ihr aussendet, aber es passiert einfach nicht. Oder ihr verwendet irgendeine andere Technik, um zu bekommen, was ihr wollt, aber es klappt nicht. So, heute habe ich mir gedacht, ich fasse ganz kurz mal drei Fallen zusammen, die dafür sorgen können, dass ihr nicht das bekommt, was ihr wollt, obwohl ihr eigentlich alles richtig macht. So, die erste Falle ist die, und da tappen sehr viele rein, dass wir glauben, wir sind irgendwann mal so bewusst und machen alles so richtig. Wir sind so bewusst, dass gar nichts Schlimmes mehr passieren kann, dass uns nur noch wunderbare Dinge geschehen. Das sind dann so Menschen, die sagen, ich sende die ganze Zeit Liebe aus und glauben, dass dann immer nur liebevolle Dinge zurückkommen. Ja? Das passiert aber nicht, weil wir leben hier in einer Welt voller Kontraste, voller Hindernisse, voller Widerstände. Und das Ding ist, wir lernen durch Hindernisse, wir lernen durch Herausforderungen. Ganz oft ist es so, dass wir erst durch eine Herausforderung, die wir bewältigen oder auch nicht bewältigen, etwas Neues lernen, einen Schritt weitergehen können. Also dieses Ding von, ich muss nur bewusst genug sein und nur wunderbare Dinge ausstrahlen, dann kommt alles Wunderbare zu mir zurück. Das ist die erste Falle. Ja, bestimmt nicht. Wir können niemals kontrollieren, was geschieht. Es passieren immer Dinge, weil die passieren zu unserem Besten, ja? Wir können aus allem lernen. Das können wir nicht kontrollieren, wie diese Lerngeschichten auf uns zukommen, welche Erfahrungen auf uns zukommen. Das Einzige, was wir kontrollieren können, was wir lernen können zu kontrollieren, sind unsere Reaktionen darauf. Die zweite Falle ist, wir haben gelernt, dass wir zu Beobachter unserer selbst werden müssen, ja? Also wir müssen beobachten, was uns geschieht. Es ist auch ganz richtig, ja, weil wenn wir beobachten, was uns im Außen geschieht, können wir begreifen, was in unserem Inneren ist. Und da gibt es Menschen, die beobachten die ganze Zeit, ja, und haben so viel über sich gelernt. Aber sie gehen niemals weiter. Sie bleiben der Beobachter. Sie machen nicht den Schritt zum, okay, ich habe jetzt gelernt, was in mir geschieht, welche Programmierungen mich steuern. Aber ich mache nie diesen Schritt von, okay, so, was will ich jetzt? Ja, ich habe gelernt, was in mir ist, aber jetzt muss ich schauen, dass ich das manifestiere, was ich will, indem ich mir vorstelle, was ich will. Das ist die zweite Falle. Die dritte Falle ist, da gibt es Leute, die stellen sich die ganze Zeit einfach nur was vor. Ja, sie gehen in das Gefühl und alles ist wunderbar und ja, aber nie passiert irgendwas. Warum? Weil sie nicht damit begonnen haben, ihre Programmierungen zu entdecken und die ganz bewusst zu verändern. Also, allein die Vorstellung reicht auch nicht, weil wenn wir uns nur etwas vorstellen, mit unserem Verstand, ja, ist immer noch das Unbewusste stärker, unsere unbewussten Programmierungen sind stärker und die erfüllen sich, unsere unbewussten Annahmen erfüllen sich, nicht das, was wir uns bewusst vorstellen. So, es braucht die Kombination von allem. Es braucht diese Beobachtung eurer selbst, zu erkennen, aus welchen Programmierungen heraus ihr funktioniert. Und dann müsst ihr die Tools, die Werkzeuge, die Techniken, die Methoden haben, um diese Programmierungen zu verändern und den nächsten Schritt zu gehen, euch zu fokussieren auf das, was ihr wollt, nicht mehr auf das, was ihr nicht wollt. Das waren meine Tipps heute, wenn ihr die ganze Zeit niemals das bekommt, was ihr eigentlich wollt, obwohl ihr alles richtig macht. Und ich habe ganz viel darüber in meinen Büchern geschrieben. Ihr könnt ja mal gucken, ich poste den Link zu meiner Autorenseite dann in den Kommentaren. Vielleicht ist da was dabei für euch, von dem ihr sagt, ja, das hilft mir, das passt zu der Energie, die ich in meinem Leben haben möchte. Und ansonsten lade ich euch natürlich herzlich ein. Ich gebe Einzelsessions, also wenn ihr an euren Themen mit mir arbeiten wollt, meldet euch einfach. Ansonsten habt eine wunderbare Zeit und denkt an die drei Fallen, in die ihr tappen könntet, die euch daran hindern, das zu haben, was ihr wollt. Alles Liebe.